So, ihr Lieben, hier werden eure Tassen hergestellt. Kennt da jemand? Ein Jungunternehmer, den möchte ich gerne unterstützen. Und hier ist es zu laut, also gehen wir mal rein. Guten Morgen, Mike. Darf ich eintreten mit der Kamera? Ja, natürlich. Fleißig. Drucker, überall Drucker. Ja, nicht in die Richtung filmen. Nicht. Da stehen nur Drucker rum. Was machst du denn da Schönes? Ich schneide hier was zurecht. Das sind die Vorlagen. Genau, das sind die Vorlagen. Hast du schon ein paar Tassen fertig? Ich habe schon zwei Muster. Ach, guck mal, fertig. Für den Russen. Genau, bitteschön. Danke. Ruski, da ist er. Eine Spezialanfertigung. Okay. Ist der Kaffee fertig? Nee, den müssen wir noch auf den Knopf drücken. Ich warte, dann mache ich jetzt mal Pause. Topflappen. Kannst du mal einen Kaffee, ja? Gerne. Milch hast du ja nicht, Zucker. Ich habe nur Süßstoff. So eine Verboxung hatten wir erst. Tassen. Sogar eine für Anita in der Auslage. Du Mike, mit 50 Tassen kommen wir aber nicht mehr hin. Ich weiß. Über 75, 80 Karten. Eine aus Japan von dem Felix. Habe ich dir das erzählt? Nee. Japan, Kanada, USA. Robin ist ein kleiner, also hier, 8 Jahre, total lieben Brief geschrieben. Ja, Wales, Neuseeland ist auf dem Weg. Nur mal gucken, ach, hier sind die Tassen. Okay, nur mal gucken, wie du das machst. Genau, da werden die sublimierten Vordrucke. Also auf dem Sublipaper, Textprint. Das ist ja voll die Fummelarbeit. Ja. Und auf die Tasse gebracht und mit Thermoband fixiert. Ist das der Moment, wo du mir jetzt sagen musst, danke für den Auftrag? Weiß ich nicht. Das sieht, also doch, voll nach, die sieht doch nach Spaß aus, oder nicht? Es ist ja, macht das Spaß. Aber es ist voll so. Die Handarbeit. So. Und das machen wir jetzt 50 Mal. Reicht nicht. Habe ich dir schon erwähnt. Ich habe ja entschieden, jeder, der eine Karte geschickt hat, kriegt auch, wenn die Adresse lesbar ist, eine Tasse. Da sind wir bei 75. Aber nur, wenn sie lesbar ist. Na, wir mussten tatsächlich das eine oder andere mal googeln, ob die Straße dann stimmt, was ich da so gelesen habe. Mhm. Aber gut. Nein, also müssen um die 75 Tassen sein oder so. Ich habe 72 gezählt, laut Liste, wie du mir geschickt hast. Das heißt, wir müssen noch Tassen bestellen. Ja, auch noch ein Karton. Gut, auf was warten wir jetzt? Wir warten darauf, dass die Tassenpresse hochgeheizt ist. Und sobald sie hochgeheizt ist, so wie jetzt piept sie. Ah, ist warm. 170 Grad. Jetzt wird die Tasse in die Manschette gelegt. Und wie macht der Mann das? Fest, ein bisschen lockerer, zack. Okay. Und jetzt können wir 4-5 Minuten warten. Dann lassen wir uns mal überraschen, welcher Name drauf steht. Ich habe ja gedacht, der zischt und macht irgendwelche Geräusche. Das wär's ja. Wie in der Fabrik, wa? Wie in der Fabrik, genau. So eine Wäscherei, so. Ja, mal gucken. Also qualm tut er hier nichts. Ach so, sind die vorbereitet. Okay.
Ja, müssen wir noch mehr Tassen bestellen. So, dann haben wir extra diesen Karton bestellt. Mike sagt, die sind stabil. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Es brennt! Mike! Ja! Nun mach aus! Man sieht ja gar nichts. Nein, noch nicht. Achso. Oh, jetzt stinkt das. Das ist eher unangenehm. Was ist denn warm? Also, eigentlich. Für wem ist die nun? Die ist für Robin. Robin. Ach, schön. Oh, die ist ja wirklich warm. Pass auf, verbrenne ich nicht. Verbrenn dich nicht. Cool. Oh, scheiße, das ist wirklich warm. Ich Idiot. Ja. Kann man das jetzt erkennen? Okay. Auf jeden Fall Handarbeit. Mike, lass es ausprobieren. Nimm den Fehldruck von da vorne. Ich trau dir ja, aber ich komme sie ja mit. Ach nee, geht ja gar nicht, das ist ein Kundin. Muss ja noch zukleben. Jetzt müssen wir das aber noch zukleben, ne? So, die wollen ja authentisch wirken. Tschüss. Wiedersehen. Bleib einfach stehen, ich geh rum. Ja, wie die DHL mit den Sachen umgeht, ne? Ja, wir wollen jetzt keine Namen nennen. Ach so, wie die Post. Der Delivery Service. Meine ich ja. So, jetzt komm. Carsten, fang. Nee, ich will nicht fangen. Du sollst fang. Werf es darüber, ich will es wissen. Oh. Nicht gut angehört. Das hat sich nicht gut angehört, aber ich muss es aushalten. Hallo? Ich glaube, wir müssen uns da was einfallen lassen. Okay, dann machen wir es aus, Carsten. Ich bestelle noch mal eine Rolle. Dann ist die letztes Mal gut gefallen. Die ist voll auf den Henkel geklatscht, wa? Ist nur der Henkel. Naja, ist ja scheiße. Das soll nicht sein. Idee 2. Ja, das wird ja wohl fest sein. Wo war der Kleber da? Jetzt kommt Kundschaft. Ja, so ist es. Ständig kommen irgendwelche Kunden. Jetzt bin ich ja gespannt hier. Test 2. Oi. Oh, I'm very sorry. Nein, es muss in Deko. Los, Mike. Mann. Gibst du die auf? Klapper mal. Ja, kaputt, ne? Ja. Shit. Ich denke, das wird sonst nicht, weil springt der hier oben auf. Dadurch, dass hier so Luft ist. Warte mal, wie liegt sie jetzt? Wie liegt sie jetzt? Sie ist zur Seite. Hier ist sie geknallt. Ja, Lappen halt. Dann müssen da überall hier dann. Muss gewickelt werden. Überall muss da ein bisschen Papier rein. What the fuck? Weil dadurch, dass die hier aufgeditscht ist, hat sie diese Wucht. Und wie hat sie gekriegt? Und wenn man
die Hohlräume ausfüllen. Dann versuchen wir doch mal. Eigentlich passen. Ist das nicht? Mike glaubt ja, Versuch 3 würde gehen. In Deutschland sagen wir ja, alles Gute ist 3, oder alle wie? Alle guten Dinge sind 3. Alle guten Dinge sind 3. Ich glaube, es wird. Entschuldigung. Runtergefallen, aber zumindest hat es nicht geklimperdingt. Nee, weil wir haben komm, hier. Komm, wir müssen da hinten hin. Ich will, dass es richtig. Ich schmeiß sie jetzt zu dir, ja? Ja, schmeiß mal zu mir. Da kommt es aber nicht hin, die kommt dahin. Eigentlich kommt es ja mehr dahin. Damit geht doch keiner mit dem Paket. Nicht mal bei unserem Freund. Glaubst du das wirklich? Post. Aber jetzt hört sich erstmal gut an. So, komm, einmal noch. Ich glaube, ich kann jetzt zufrieden sein. Und auch die blöde Tasse, die jetzt nicht kaputt geht. Aber der Karton sieht dafür gut aus. Ja, dann machen wir das so. Hm? Hält. Aber nicht warten. Ja, du musst jetzt hier das Weihnachtsmotiv nicht filmen, ach so, oder? Das Weihnachtsmotiv. Merry Christmas. Nee, ist gut, so machen wir das. Okay. Muss man ja ausprobieren. Aber nicht, dass wir versehentlich losschicken. Und vielleicht noch nach Finnland. Gut. Weiter geht's. Michael, deine Tasse ist gleich fertig. Michael, der piept. Dann drück doch mal auf den Knopf. Schiebt der Michael drauf? Das ist seine gebrannte Tasse. Michael. Okay, dann lassen wir die mal abkühlen. Hier, Michael, damit du siehst, mit Liebe eingepackt, ja? Oh Gott. So, kannst du dann Montag im Büro abholen. Tschüss. Ja, tschüss. Danke. Mach's gut. So, mal gucken, wie viele Wochen das noch dauert. Ihr müsst euch gedulden. Wie ihr gesehen habt, hat Mike eine Menge zu tun. Und alles in Handarbeit. Ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Aber die Tassen sind halt auf dem Weg. Schönes Wochenende. Thank you.